Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir jetzt genug Fantasie bekommen, dass wir mit diesem geheimnisvollen Typen sprechen können. Oh. Nun, wenn ich sie mir genau anschaue, könnte es sein, dass sie ein Elder sind? Meine Güte, wirklich. Nun, ich muss schon sagen, ich frage mich, weswegen sie in solch schwierigen Zeiten hier sind. Haben sie vielleicht Brot mitgebracht? Ach, wie dumm von mir, warum sollten sie? Oh, die Leute sind wirklich sehr arm hier. Brot, wovon reden sie denn da? Ach, sie kennen die alte Geschichte gar nicht. Jene über den Diebkönig und das Brot des Elders. Ach so, es geht gar nicht darum, dass sie nichts zu essen hat, sondern es geht um die Geschichte. Es ist eine Geschichte, die so warm ist wie frisch gebackenes Brot, Schätzchen. Soll ich sie Ihnen erzählen? Oh, das klingt nach einer schönen Geschichte. Vielleicht wird uns davon ganz warm und kribbelig. Wenn ich Ihre Geschichte anhöre, könnte ich mehr Fantasie erhalten. What do you want to do? Oh, welch Nostalgie. Es war einmal... Long, long ago. Da kam ein Geschenk in einem entfernten Dorf an. Es war eine Kiste. Und in der Kiste befanden sich 8 köstlich aussehende Brotlaibe. Um sie herum versammelten sich 8 Personen, von denen eine jede einem anderen Stamm angehörte. Roussant, Roac, Klema, Hugif, Mustari, Nidia, Paripus und Ischgia. After that. Ein Hugif-Junge sprang vor Aufregung in die Luft und sagte, wir können sie teilen, dann haben wir jeder eins. Aber der roussante Mann schüttelte den Kopf. Warum sollte ein Hugif wie du ein ganzes Brot benötigen? Ich brauche eine größere Portion, sagte er. Dann merkte eine alte Roak-Frau an, du musst die Alten respektieren. Die Klema spottete darüber. Dieses Brot sorgt offensichtlich für Streit. Deswegen kümmere ich mich darum, sagte die Klema-Frau. Die anderen 7 waren über diesen Plan natürlich wenig erfreut. After that. Der Hugif-Junge murmelte leise, wir sollten es eigentlich unter uns allen aufteilen, aber niemand schenkte ihm Gehör. Ein Mustari-Mann sagte in Richtung des Jungen, nun ja, da ist was dran, aber klüger wäre es, einfach klein beizugeben. So verließ der Mustari-Mann die Gruppe mit dem Hugif-Jungen. Zurück blieben 6 Stammesangehörige für 8 Laibe Brot. Wir können das Brot offensichtlich nicht gerecht teilen, verkündete die Klema. Dann sprach endlich die Ischgia. Teilt die übrigen 2 Laibe in 3 Teile, schlug sie vor. So konnten wir es gerecht unter uns 6 aufteilen. Die Nidia-Frau stimmte schnell zu, also ging sie nach Hause, um ein Messer zu holen und bald zurückzukehren. Der Paripusmann lachte und sagte, endlich bekomme ich Brot. Doch die anderen schauten alles andere als begeistert. Oh dear. Oh je, wie spät es schon geworden ist. Wir müssen hier wohl nächstes Mal weitermachen. Ich verspreche, nächstes Mal zum Ende zu kommen. Nun. Mensch, super spannend, was wohl mit den 8 Leuten passieren wird, die alle verschiedenen Stämmen angehören. Es fühlt sich an, als hätte ich jetzt etwas mehr Fantasie. Alright. Ja, und es reicht halt nicht. Es hätte aber auch mit 4 Punkten nicht gereicht, so wie es aussieht. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, die Fantasie jetzt gesteigert zu haben. 3 Punkte sind okay. Wir bleiben dabei. Well then. Zeit, zu den anderen zurückzukehren. Time marches on,
and the age of a new king draws nearer. Nonetheless. Ah, diese Sandblitze. Können wir etwas derart Unvorhersehbaren wie den Bewegungen des Windes denn wirklich vertrauen? Ich denke schon. Die Zeichen erscheinen wie erwartet, sagt zumindest der Wahrsager. Gut, dann gibt es keine Planänderung. Wir sollten uns jetzt bestmöglich vorbereiten. Das heißt, das müssen wir jetzt heute los oder morgen? Wir brechen morgen auf, alles klar. Was haben die Leute so gemacht heute? Eine alte Geschichte gehört, Mutprobe gemacht, Zeit mit Strohl, Hülkenberg und einer unbekannten Person immer noch verbracht. Ja, also vielleicht doch mit dem geheimnisvollen Typen. Waffenwartung, Buch vom Regal gelesen, geputzt, Wäsche gewaschen, gekocht, zum Koboldbau gereist, verlassenes Grab betreten, haben einige schon gemacht, okay. Also diese Mausoleumsgeschichte ist das denn wohl. Das würde uns natürlich dann stärker machen, auch für den anderen Kampf. Aber es hat noch so lange Zeit, nee. Ne, Moment, verlassenes Grab ist noch was anderes. Große Kathedrale betreten und verlassenes Grab ist noch was anderes. Hm. Gut, gucken wir mal, will ein Anhänger mit uns reden? Hülkenberg würde wollen. Und bringt uns einen weiteren Vererbungsplatz. Aber Hülkenberg hat noch nicht so viel, was sie erben könnte. Maria will auch was. Maria, wirklich, ich kann jetzt keinen Rang 2 Heiler gebrauchen. Ja. Wäre früher interessant gewesen, aber jetzt ist halt doof. Ich bin halt neugierig, was diesen Typen hier betrifft. Ich könnte mir das Ende der Geschichte jetzt anhören und dann hoffentlich abends mit dem Typen sprechen. More people missing. Now what am I to do? It is. Sie sind es wieder. Ich frage mich, ob Sie sich noch an die Geschichte mit dem Brot erinnern. Hä? Was für ein Brot? Ich will nichts mehr über diese Entführungen hören. Da will ich buchstäblich lieber über alles andere reden. Wenn Sie Zeit haben, kann ich die Geschichte zu Ende erzählen. Fast am Ende, hm? Wenn du zuhörst, wirst du wieder an Fantasie gewinnen. Ja. Übrigens interpretiere ich Fantasie jetzt so, also wir gewinnen ja nicht wirklich an Fantasie durch diese Geschichte, aber wir gewinnen an Ideen für ungewöhnliche Lösungen vielleicht auch. Anhand der Geschichten lernen wir vielleicht die Probleme der Welt auf andere Art und Weise zu lösen. Inspiration, könnte ich vielleicht sagen. Ah, wundervoll. Mal sehen, ja, die Nidia ist losgegangen, um ein Messer zu holen. After that.
Jetzt, da die 6 Stammesangehörigen in der Lage waren, die 8 Leibe gerecht zu teilen, schien sich ihr Dilemma dem Ende zu nähern. Doch dann zeigte die Klemar-Frau auf den Paripus-Mann und sagte: Also bekommen wir gleich viel wie der Paripus? So läuft es nicht in der Welt, sagte die Frau. Der ressente Mann stimmte zu. Der Paripus war wütend darüber, derart angegriffen zu werden. Ich will euer dummes Brot sowieso nicht, rief er und ging von dannen. Die 4 Verbliebenen lächelten triumphierend, während sie ihm hinterher sahen. 8 Laibe Brot für 4 Leute. Ohne auf die Nidia zu warten, die das Messer holen ging, nahmen sich die restlichen 4 je 2 Laibe und gingen. Und haben die anderen einfach weggemobbt. Indeed. Ja, richtig gehört. Sowohl jene, die aus Ungerechtigkeit zurückgewiesen wurden, als auch jene, die vertraut hatten, gingen leer aus. Aber später in dieser Nacht fand der Yujif-Junge eine Menge süßes Brot unter seinem Kissen, gefüllt mit leckerer Sahne. Unter dem Kissen des Mustari-Mannes lagen herzhafte und aromatische Brote. Die Nidia fand unter ihrem Kissen knusprige Brote mit Obst und unter dem Paripus-Mann lagen große Laibe duftigen, saftigen Brotes. Diese erschienen in großen Mengen. Die 4 mussten nie wieder Hunger leiden. Ja, ich überlege gerade, was die Moral von der Geschichte ist. Also, die Moral ist, weil die jetzt nicht gierig waren, aber sie haben sich ja eben auch aus dem Konflikt zurückgezogen. Sie haben gesagt, nee, dann ich lasse das nicht mit mir machen, aber sie haben ja auch dann nichts bekommen. Die anderen 4 jedoch, die das Brot für sich alleine an sich gerissen hatten, es heißt, dass sie nie wieder etwas Köstliches schmecken konnten, egal was sie auch aßen. Ja, das ist fair. Also, die haben sich ja wirklich auch wie Ärsche verhalten. Die Legende besagt, es sei der Dieb König gewesen, der diese Brote zurückgelassen hatte. Er brachte Ungerechtigkeit und Ungleichheit ans Licht, ohne seine wahre Identität preiszugeben. Ein König in den Schatten. Eine wundervolle Geschichte, finden Sie nicht? Also, um ehrlich zu sein, ich sag mal nix. Es gibt verschiedene Versionen dieser Geschichte und in manchen von ihnen ist es ein Elder, der die 8 Brote mitbringt. Ja, also ich muss dazu sagen, wenn man das jetzt sieht als Kindergeschichte, dann ist es okay, aber als Erwachsenengeschichte taugt es meiner Meinung nach nicht viel. So bei richtigen Märchen, in dieser Geschichte ist ja auch wenig Platz, also sie können jetzt ja nicht ein ganzes Buch da erzählen. Aber so aus Märchen kann man auch als Erwachsener noch so eine Essenz rausziehen. Bei dieser Brotgeschichte fällt es mir halt schwer, weil es einfach nur darstellt, wie gierig hier manche Leute sind, die nichts abgeben wollen. Und die sagen halt, die Menschen sind nicht gleich, sondern andere sind halt gleicher. So wie das. Es gab ja früher auch mal so ein Verhältniswahlrecht, oder wie hieß das? So ein Klassenwahlrecht oder sowas. Wo dann halt dadurch quasi die Stimmen der Adligen und der wohlhabenden Bürgerlichen mehr zählte als die der Arbeiterklasse. Und so war das hier jetzt bei der Brotgeschichte eben auch, dass manche Leute der Meinung waren, sie haben Anrecht auf mehr. Das einheitlich gleich zu verteilen war nicht deren Sache. Okay, aber das wurde uns ja in dem Spiel schon an sehr, sehr vielen Stellen deutlich gemacht.
so dass diese Geschichte jetzt für mich irgendwie nicht so den Mehrwert brachte. What do you think? Eine witzige kleine Parabel, nicht wahr? Der Diebkönig hat was echt Tolles getan, aber diese Geschichte ist nur deswegen noch bekannt, weil diese Ungleichheit immer noch besteht. Ich stellte mir eine Welt vor, in der Leute, die kein Unrecht getan hatten, Gerechtigkeit erfuhren, so wie die vier, die das Brot erhielten. Ja, und da kommt halt diese Gerechtigkeit so als Himmelsgeschenk von irgendwo, also von diesem ominösen Diebkönig. Und so ist es in der Realität ja nicht. Und sorgt diese Geschichte nicht vielleicht sogar für ein nicht so gutes Verhalten? Lernt man dadurch nicht, wenn du dir dein Brot von anderen wegnehmen lässt, dann kommt irgendwann der gute Diebkönig und belohnt dich dafür, dass du so friedlich geblieben bist und nicht auf dein Recht gepocht hast. Es fühlt sich an, als hätte ich jetzt etwas mehr Fantasie. So, inspiriert. Ja, habe ich nicht gesagt, Inspiration kriegen wir durch die Geschichte, also durch überhaupt das Hören von Geschichten, jetzt nicht speziell diese Brotgeschichte, aber... Imagination. Genau. Es heißt ja auch auf Englisch Imagination, also Vorstellungskraft. Und genau, man kann sich dann mehr Dinge vorstellen. Man ist nicht in eingefahrenen Wegen unterwegs. Jo, das ist eine der Tugenden, die ein Herrscher besitzen muss. Wenn du nach wahrer Herrschaft strebst, benötigst du Kreativität, um die ideale Welt deiner Gedanken wahr werden zu lassen. Ein Eroberer braucht das kostbare Feuer, mit dem die Leidenschaften der Anhänger entfacht werden können. Well then. Zeit, zu den anderen zurückzukehren. What to pick? So, wir haben jetzt spät abends. Und, da will ich gar nicht hin. Nee, der Typ ist jetzt nicht da. What do you want to do? Da ist er. Wir reden mal mit ihm. Ich muss noch mal gucken, ist hier sonst noch irgendwo was? Nee, ich will jetzt nicht noch mal durch die ganze Stadt rennen. Das ist unwahrscheinlich, dass jetzt noch irgendwelche neuen wichtigen Gespräche für uns sind. So, es ging darum, uns wurde Grios Dolch gestohlen. Der Dieb ist dann rasch verschwunden. Also wir haben den Diebstahl gar nicht bemerkt. Er hat uns hier drauf aufmerksam gemacht. Dann wollten wir dem Dieb hinterher, aber wir haben ihn nicht mehr erwischt. Und wollten den Aufenthaltsort von ihm hier wissen, aber er wollte uns das nicht verraten. Hey, wissen Sie wirklich nichts über den Dieb des Dolches? No. Wer weiß? Dieser Mann scheint etwas zu wissen. Wie kann ich ihn dazu bringen, uns zu helfen? Das ist eine Bitte des zukünftigen Königs. Dank meines hohen Fantasiewertes konnte ich ihn überzeugen, dass ich König werden könnte und dass seine Hilfe Vorteile für ihn hätte. Auch so eine seltsame Logik. Oh ja, nee, warte mal, eigentlich will ich dem Typen nicht helfen, aber falls er doch mal König wird, dann hätte ich bei dem jetzt einen Stein im Brett. Vielleicht helfe ich ihm dann doch. Hm. Z.
Sie, der neue König. Das ist mal ein Ziel. Entweder sind Sie ein schlechter Lügner oder Sie leiden an Größenwahn. Aber Ihr Vorhaben wirkt seltsam interessant auf mich. Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, Ihnen etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, ich möchte mehr erfahren. Und Sie wollen Ihren Gegenstand zurück. Aber unter einer Bedingung. Sie müssen mir zuerst einen Gefallen tun. Have you ever heard of Malvino's ring? Rumors say it's a cursed treasure that kills anyone who wears it. Nee, Malvino's Ring habe ich noch nie von gehört. I happen to know of a certain noble who wants it, and I'd love for him to owe me a favor. Oh, würde ich das in Wirklichkeit machen wollen? Ein verfluchter Schatz, der jeden Träger tötet. Und ein bestimmter Adliger will den haben. Ja, warum wohl? Nicht um den Ring selbst anzuziehen. Der will wahrscheinlich damit Leute umbringen, oder? Aber okay, es ist ein Spiel hier. Wir machen das mal mit. So you want us to get it for you? That's more of a hassle than getting the dagger back ourselves. Ja. Er gibt uns Hinweise. Oder will uns einen Hinweis geben, wer der Dieb ist, der uns Grios Dolch gestohlen hat. Und wir geben ihm dafür so einen tollen Ring. Also eigentlich ein mächtiges Artefakt. Then by all means do it yourselves. Yes, these swords are terribly crafty, but it's not impossible. Probably. The way you talk almost feels like you've been in on this from the beginning. Ja, kann sein, dass er in dem Diebstahl sowieso involviert ist. Good one. We just happen to be in the same boat. So why not lend each other a hand? All in the same boat, huh? Well, the choice is yours. If I recall correctly, you're a candidate in the tournament for the throne, aren't you? So you know us then. Information is a powerful weapon, you see. Considering what I know about you, I'm offering you a good deal here. Mark my words. Once your dagger's sold off, it will be incredibly difficult to track down. But leave it to me, and I'll get it back before that. Of course, I'm no miracle worker. And the clock's ticking, so do make up your mind. Ich würde an, wenn ich jetzt an Salvators Stelle wäre, ich würde komplett auf den Dolch verzichten. Ist halt Pech, ist geklaut worden. Aber bevor ich diesem Typen jetzt hier so ein komisches Artefakt organisiere, nee. Aber es ist halt ein Spiel und deshalb werde ich es tun, weil wir dadurch ja Progress bekommen werden. Wir werden irgendwelche Sachen bekommen, die für uns nützlich sind in diesem Spiel. Fine. We'll hear you out. For now. The ring you mentioned, where is it located? At a grave not too far from here. Ich verstehe. Das ist also, wo die Leute jetzt heute teilweise waren, in diesem Grab. Das müssen wir zum anderen Zeitpunkt dann machen. Das können wir jetzt ja nicht mehr. Word is there's monsters knocking about out there. Hence my request to the lad with the sword at his side. Das wäre natürlich schon ganz geil gewesen, das jetzt vor dieser Hauptquest zu machen, dass man dann noch ein bisschen stärker ist und so. Aber ja, es ist wie es ist. It's not all bad though. You'll find good weapons, armor and other golden things aplenty there. I do recall hearing something about soldiers who died in the Annex War being buried with their equipment. I assure you, it's well worth the trip. We have to go through with this to get the dagger back. I'm having a hard time dealing with him, so I'll let you take over from here. Your fairy friend doesn't seem to like me very much. What say you, though?
Ja, was genau soll ich tun? I'm not sure what I should do. You realize time is of the essence here, yes? If it's worth you worrying, you may as well take the offer. Ach so, das habe ich jetzt falsch interpretiert. Ich habe gedacht, ich frage ihn jetzt, okay, was genau soll ich tun? Aber ja, es war halt die Unsicherheit. Soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht? Nein, so meinte ich das gar nicht. Call me Cuculus. The ring should be in the abandoned tomb. I'll thank you properly when you return with it. This one's important. Mein Schatz. Rang 4. Okay, vielleicht doch ganz gut, dass wir das nicht vorher machen. Vielleicht ist es noch zu stark. Ich muss mal Venus ringen, den Cuculus erwähnt hat, verlassenen Grab finden. Der Informant der Taverne im Durchgangsplatz weiß sicherlich mehr darüber. Hm. Gib Mut und Geld und krieg das Erinnerungsstück zurück. Okay, dann ist das doch eine einmalige Sache, dann ist das kein Bindungsevent. Okay, wir müssen sogar ein Nachtlager machen. Das heißt, wir brauchen 2 Tage dann dahin. Selbst in ihrem Fairnessläufer wird es eine Nacht dauern, um sich von Martira dorthin zu reisen. Es ist nicht gerade nah, aber ich bin sicher, dass es sich für sie lohnen wird. And right there's a labyrinth. Ein Grabmal errichtet von einem Adligen aus Martira im Namen seiner Familie. Seitdem wurde es von Grabräubern entweiht und wird genau wie die Monsterplage verachtet. Von Grabräubern entweiht. Das heißt aber, wir sollen da noch dicke Schätze finden. Oh. Let's see here. Diesen Ort nennt man verlassenes Grab. Oh, and this, let's see here. Here's where we are now. I'll be waiting. Ich werde auf sie warten. Ich sollte Gallica erzählen, was passiert ist. So, und ich habe jetzt immer noch den heutigen Abend Zeit, weil das keine Zeit beansprucht hat. Das wird mir noch einiges an Zeit kosten, aber nicht jetzt. Haben Anhänger, die was... Jetzt ist natürlich keine Zeit, ne? Doch, Brigitta! Das ist ganz gut, weil wir dann unseren Händler zumindest nochmal... Also beim Händler nochmal sagen können, wir kriegen eine vererbte Fähigkeit mehr. Wir gehen mal hin. Wahrscheinlich kommt er nicht wieder. Ich denke an Brigitta. Vielleicht sollte ich mit ihr sprechen. Hat sie so Verlustängste, dass wir nicht mehr wiederkommen? Hatten Sie Grantrat nicht verlassen? Na egal, ich will Ihnen Ihre Geheimnisse gar nicht entlocken. Sorry. Tut mir leid, wenn Sie nach Arbeit suchen. Ich habe leider nichts für Sie. Gehen Sie einfach wieder heim. Ist irgendwas passiert? Kommen Sie rein. Oh, sie meinte doch den Hund. Ist er weg?
unfortunately. Leider habe ich keine Arbeit mehr für Sie. Der Hund ist nicht mehr hier. Ist er weggelaufen? Das wäre besser gewesen. Nein, er wurde gestohlen. Es tut mir leid. Ich weiß, Sie haben wie versprochen geschwiegen. Leider ist trotzdem ein als Händler verkleideter Dieb eingebrochen und hat ihn mitgenommen. Er hat einen Brief zurückgelassen. Jene, die Zünder verbreiten, werden sich dem Zorn Gottes stellen müssen. Ja, dann lass doch Gott sein Werk tun, dann musst du ja den Hund nicht klauen. Wenn du dir so sicher bist, dass Gott die Zünderverkäufer bestrafen wird, dann kannst du dich ja entspannt zurücklehnen. Ich kann mir vorstellen, was mit ihm passiert ist. Ich werde den Täter früher oder später finden. Er wird bekommen, was er verdient. Aber dahinter steckt kein Einzelgänger, sondern eine größere Gruppe. Those people. Die Anti-Zünder-Gruppe. Ein Haufen dreckiger, niederträchtiger Feiglinge. Der Welpe war vollkommen unschuldig. Ich hätte ihn nicht behalten dürfen. Sobald mir etwas wichtig wird, verliere ich es auch schon wieder. Das war mir bewusst. Dabei wollte ich meine Gefühle doch im Zaum halten. Warum musste das passieren? Brigitta scheint sehr zu leiden. Wie lange muss ich noch in dieser schrecklichen Welt leben? Wäre ich doch stattdessen verschwunden? Brigitta weint zwar nicht, aber ich kann ihre schmerzvolle Traurigkeit und Frustration spüren. Ich glaube nicht, dass ich sie irgendwie trösten kann, aber vielleicht kann ich sie irgendwie aufmuntern. Ich erzählte Brigitta von der Fantasiewelt in meinem Buch, um zumindest einen kleinen Funken Hoffnung in ihr zu erwecken. Also die Leute helfen einander, respektieren einander und leben gleichberechtigt? Wie drollig. Der Autor muss ziemlich behütet aufgewachsen sein. Er weiß nichts über die echte Welt. Ja. Das Einzige, was uns alle eint, ist, dass wir eines Tages sterben. Nur der Weg dorthin ist für jeden anders. Das heißt, jeder kämpft sich durch seine eigene Hölle. Jetzt tu doch nicht mal so, als ob du hier so ein höllisches Leben führst, Brigitta. Das ist dann in deinem Kopf, aber du müsstest dir da jetzt keine riesigen Gedanken machen. Dir geht es gut. Genau, ich denke das nicht, dass sich jeder durch seine eigene Hölle quält. Das ist so dieses, ich weiß gar nicht, welche Religion es ist, aber die dann letztendlich im Nirvana endet. Also wenn man muss sein Leben wieder und wieder erleben, also man wird immer wieder geboren und das Leben ist halt ganz furchtbar. Und wenn man es aber schafft, komplett sündenfrei zu leben, dann wird man das als Geschenk dafür nicht wiedergeboren. Ja, und der Ansicht bin ich halt so nicht. Nein. Das Leben ist eine Chance. Man kann tolle Dinge erleben. Das ist manchmal vielleicht kurzfristig eine Hölle, ja. Aber es hat auch seine schönen Seiten. Sie sind ein Elder. Sie leben in einer Welt, die sie hasst. Wie können Sie da trotz allem noch an das Licht glauben? Ja, ihm geht's doch auch gut. Salvator wird zwar immer wieder beleidigt von anderen Leuten und nicht respektvoll behandelt und so, aber er hat hier seine Freunde, selbst wenn er nur in der flüsternden Honigbiene ist und dann mit Fabienne redet und Maria und seinen Kollegen hier Strohl und Hülkenberg, dann hat er doch schon ein ganz schönes Leben und kann sich doch darauf dann fokussieren. Noch dazu kann er jetzt viel reisen, trifft interessante Leute und so. Ich selbst kann dieses Licht nicht sehen, aber ich weiß, dass Sie es können. Und ich möchte an Sie und Ihre Vision glauben. Ich kann spüren, wie Brigitta trauert und Vertrauen sucht.
I couldn't ask him to stay. Could I? So, Vererbungsplätze auf 3 gesteigert und wir haben jetzt bessere Gegenstände nochmal im Magierbund. Ja, die werden wir uns mal angucken, wenn wir Geld haben. Und mein Controller ist wieder weg, ich bin zu stark bewegt. So. In any case. Hier ist Ihre Bezahlung. Darin ist auch das enthalten, was ich für zukünftige Einsätze zur Seite gelegt hatte. Ja, entweder das kann ich nicht annehmen oder ich werde wiederkommen. Also eigentlich würde ich ja sagen, ich komme trotzdem wieder. Das hat ja nicht, unsere Freundschaft hier hat doch nichts nur mit dem Hund zu tun. Why? Aber warum? Der Hund ist fort. Ich habe keine Arbeit mehr für sie. Was hält sie noch hier? Also ich hätte auch ohne Geld und so. Jetzt, wenn ich an Salvatos Stelle wäre, ich finde Briketta interessant, also weil sie halt als Zünderverkäuferin so eine ganz andere Gesellschaftsschicht ist und dann mal mit solchen Leuten zu sprechen, ist eben ja auch mal ganz interessant. Und dann zu erleben, was sie auch so für Schwierigkeiten haben. Auch bei den reichen Leuten ist nicht alles so immer fantastisch. Also die haben natürlich auch ihre Sorgen und so. Kommen Sie nicht mehr wieder hierher. Ich verließ das Zimmer, ohne auch nur ein Wort zu sagen. 10.000 Geld. 1.000 Mark. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. So, Wassertag, Tagesanbruch. Is it finally time? Heute reisen wir ab. So? Alle sind schon zum Fairnessläufer unterwegs. Bist du soweit? Warte mal, ich muss noch mal eben hierhin. Erben. So, wir haben Blitz, wir haben Medi. Und ich überlege, Tarukaja war früher eigentlich ein schöner Skill, als die Kämpfe noch länger dauerten. Aber heutzutage gibt es halt die kurzen Kämpfe. Da lohnt sich denn Tarukaja nicht, den Angriff eines Verbündeten zu erhöhen, weil der Gegner dann sowieso schon nach ein, zwei Runden platt ist. Und bei den langen, schwierigen Kämpfen, da ist es oft so, wir haben dann die Zeit nicht, eine gesamte Aktion dafür zu nutzen. Tja. Ich nehme einfach testweise mal Blitz mit rein. Wir können es ja später nochmal ändern, wenn wir feststellen, bestimmte Gegner sind anfällig gegen sonst was. Nehmen wir was anderes rein. Alright. So, wie ist das bei dir? Ach, er ist Pistolero, genau. Schlafschuss. Ich will immer Scharfschuss sagen, weil wegen Scharfschütze und so, aber. Die teure mal eben kurz gucken. Hiebangriff um 20% steigern, physische Fertigkeit um 10%.
Erhöht die Chance auf kritische Treffer um 5%. Vielleicht jetzt einfach mal den diagonalen Hieb oder auch den Vitalschlag. Komm, der Vitalschlag ist immer ganz gut. Kostet jetzt auch nichts. Und Hülkenberg hat Schädelbrecher drin, ja. Gucken wir mal, was passiert. Ich muss auf jeden Fall vorher abspeichern, um jetzt... es kann ja sein, dass wir direkt dann irgendwie in einen Kampf geschmissen werden und ich feststelle, dass die Gruppenzusammenstellung doof ist und ich dann das nochmal ändern muss. Also, speichern wir mal hier. So, dann gucke ich nochmal, was die Leute so gemacht haben. Ich erwarte, dass sie nichts gemacht haben. Wenn ich da doch was sehe, dann heißt es ja, wir können ja trotzdem noch was tun. Genau, wir können im Fairnessläufer dann jetzt was tun. Hallo. Hallihallo. Bist du bereit, dich unserem üblen Bösewicht zu stellen? Als dein Experte für Läufer werde ich dafür sorgen, dass du auch dort ankommst. Now then. Dann wollen wir mal aufbrechen. Nuras kann es kaum mehr erwarten. Hey. Ich frage mich, was für eine Art Mann dieser Heismay wohl ist. Wir sollten ihn schnellstens gefangen nehmen, um die Dorfbewohner zu entlasten. Gefangen nehmen klingt schon mal gut, vielleicht können wir dann auch seine Geschichte erfahren, wie es zu dieser ganzen Lage kommen konnte. Aha! I've been waiting! Let's go sniff out that bounty, shall we? Let's move! Gehen wir zu Heismays Versteck. Unser Ziel ist das Nest des Riesensandwurms. This place here. You would pursue peril. Bei dieser Entfernung müssen wir auf halber Strecke Rast machen. Zum Umkehren ist keine Zeit. Bist du vorbereitet? Brechen wir auf. Aha! Tally-ho, then. Trusting the advice of Morris, Barden's right-hand man, the party takes the Gauntlet Runner towards the giant sandworm's nest. They could not know what they will encounter here, nor that it might be only the beginning of their trials. So, ich könnte Mut steigern. Achso, genau, ich wollte mal gucken, was kann man hier machen. Buch lesen, ja, dann. Buch könnte man nochmal Fantasie bekommen oder ich gehe jetzt auf Redegewandtheit. Waffenwartung wäre das mit Mut. Was kochen oder putzen? Weil wir Redegewandtheit noch nicht auf 2 haben, wäre das jetzt mein nächstes Ziel. Ich will noch einmal kurz gucken, was mir Kochen bringt. Ob das Toleranz ist oder gar nichts. Oder
Ne, es wäre wirklich vielleicht nur kochen. Und ich will mir nochmal eben meinen Mutwert angucken. Ja. Ne, Redegabe. Wie man jeden überzeugt. Das Buch stellt uns die Konversationstechnik vor, um andere zu überzeugen. Ich habe noch nicht damit angefangen. What's that? Dieses Buch soll einem angeblich beibringen, wie man andere dazu bringt, einem zuzustimmen. Dieser Teil gehört zu den Grundlagen. Erste Eindrücke sind entscheidend, wenn es um Verhandlungen geht. Nun gut, das könnte durchaus wahr sein. Mit einem natürlichen Lächeln und bescheidenen Auftreten reißen Sie die von einer Person errichtete Mauer ein. Setzen Sie dann Schmeicheleien ein, um Schwachpunkte offenzulegen. What are you talking about? Schwachpunkte offenlegen? Warum? Um die Oberhand zu gewinnen, sagen wir mal. Das andere klingt so blöd, um sie mit einem Schlag zu erledigen und um keine Chance zu lassen. Sure. Damit man vielleicht die Oberhand gewinnen kann. No kidding. Oh, ich verstehe. Es kommt mir etwas feige vor, aber vielleicht ist es wichtig, um sicherzustellen, dass alles nach den eigenen Vorstellungen läuft. Der Überredungskunst mehr Beachtung zu schenken, gibt mir das Gefühl, mehr Redegabe erhalten zu haben. Also ich bin ja überhaupt gar kein Freund von Überredung, wirklich nicht, sondern ich möchte die Leute ja überzeugen. Ich möchte ja sagen, aus den und den Gründen halte ich das hier für den besten Weg und dann stimmen mir die Leute eventuell zu oder sie sagen, nein, du hast vielleicht nicht an Folgendes gedacht, das hier wäre der beste Weg und dann einigt sich das so. Das Überreden ist so, als ob ich fest fixiert einen bestimmten Weg im Kopf habe und den will ich durchsetzen. Ich will diese Diskussion gewinnen. Ich will den Gegner überreden. Und das will ich ja nicht. Ich möchte ja den bestmöglichen Weg erörtern, gemeinsam in dieser Verhandlung. Wobei es aber auch so ist, ich bin ja nicht irgendwie ein Verkäufer oder so, der Ware an den Mann bringen muss. Ich möchte ja, dass Leute auch langfristig glücklich sind und nicht sagen später, Mensch, der Leo, zu was hat der mich denn da überredet? Das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Alright. 4 Punkte Redegabe und es dauert lange. Lang, lang, lang. Wow, das sind ja nochmal, also nochmal mindestens 16 Punkte. Würde ich sagen, dass wir so insgesamt 20 Punkte brauchen, um da hochzukommen. Ich bin überrascht. Für den reibungslosen Verlauf von Verhandlungen kann sich ein rauerer Umgang doch als hilfreich erweisen. Das wiederum schon. Also manchmal ist es ja so, Leute sind auch nicht so an Kompromissen oder so interessiert und die sind dann der Meinung, es muss immer nach ihrer Mütze gehen. Und da wiederum ist es ganz wichtig, erstmal einen Anker zu setzen, dass man den klar macht, so läuft es auf gar keinen Fall. Entweder wir ziehen jetzt an einem Strang oder wir können auch gleich wieder die Sache einstellen. Und man muss natürlich, wenn man jetzt tatsächlich so ein Verhandlungsziel erreichen will, einen sogenannten Anker setzen. Das heißt erstmal auch eine Sache fordern, die vielleicht gar nicht erreichbar ist oder so, um dann auch Verhandlungsmasse zu haben, um sich dann auf einen vernünftigen Weg zu einigen. Es gibt noch mehr in diesem Buch zu lesen. Ich mache nächstes Mal hier weiter. Come look at this. Ahoi, ihr werdet mir nicht glauben, was ich da draußen sehe. Ich steige mal auf die Bremsen. The Gauntlet Runner comes to a stop at the midnight sunsets. The grandeur of it stirs something in each of them. Could a creature this large have truly existed? Or is it an oddity,
shaped by the sands. Another truth lost to time. Was ist das denn? Ist das etwa eine Riesensandwurmhülle? Ich weiß nicht. Für mich sieht das aus wie ein abgestürzter Zeppelin oder so. Das kann nicht sein. Es ähnelt tatsächlich einem Riesensandwurm, aber ich habe noch nie gehört, dass sie so groß werden. Indeed. Aus einem so großen Tier kann man viele Mahlzeiten zubereiten. Denkst du etwa darüber nach, das zu essen? Look. Also wirklich, ihr konzentriert euch auf etwas ganz Falsches. Schaut mal nach unten. Auf seine Füße und den Sand darunter. What happened? Das ist nur weißer Sand. Oh, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass ich eine Entscheidung treffen kann. Ich habe das Erstbeste gedrückt. Sorry. Jetzt gebrauch doch mal deine Augen, Junge. Siehst du, dass jedes Sandkorn durchsichtig ist? Das bedeutet, es ist Glas. Oh, Glas heißt, es gab hier große Hitze, wodurch denn der Sand zu Glas wurde. Das Glas, das ihr in den Schaufenstern von Grand Trat oder in der großen Kathedrale seht, wird Magie gemacht. In einem sehr mühsamen und ziemlich teuren Verfahren. What? Du meinst also, dass dieses Glas hier irgendwie natürlichen Ursprungs ist? No. Nicht ganz, denn wie soll das denn gehen? Dann hätte die ganze Gegend hier von einem besonders heißen Ausbruch heftiger Hitze erfasst werden müssen. Ja, zum Beispiel, wenn ein wasserstoffgefüllter Zeppelin hier abstürzt und explodiert. Ja. Mhm. Wie spannend. Vielleicht ist hier doch etwas sehr Wichtiges vorgefallen, wovon wir nur nichts wissen. Im Moment können wir nur raten, aber ich finde, es lohnt sich, den Ort genauer zu untersuchen. Right then. Ich schreibe mir nur ein paar kurze Notizen. Still though. Der Sand hier ist wirklich sehr schön, schon fast traumhaft schön. Ja. Yeah. Wohl wahr. Solche Anblicke machen den wahren Reiz des Reisens aus. Das war eine schöne Abwechslung von der Kopfgeldjagd. Es fühlt sich an, als würde ich durch die fantastische Aussicht über mehr Weisheit verfügen. Alright. Gute Weisheit. Bist du zufrieden mit deinen Funden? Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns auf den Rückweg machen. Let's go. Perfekt, ich habe gerade meine Zeichnung fertig. Hier, für dich, Junge. Du wirst sie sicherlich in die richtigen Hände abgeben. Ja, für Maria wahrscheinlich wieder. So, der Letzte am Läufer hat Kombüsendienst. Wie kindisch. Du willst einen Wettstreit? Ich nehme die Herausforderung an. Auf die Plätze, fertig, los. Huh? Was? Hä? Moment mal, ich will keinen Kombüsendienst schieben. Zeichnung des Mitternachtssonnenstrands. Oh, das ist nicht gut. Ein Fairness-Läufer nähert sich. Sieht aber ziemlich stylisch aus. Hey! Hey, an den Fairness-Läufer des Königskandidaten. Kämpfen Sie gegen mich. Hey! Die Stimme kenne ich doch. Hurry up! Wenn Sie sich nicht beeilen, werde ich diesen Läufer mit meinem Hauptgeschütz durchlöchern. Wir haben keine Wahl. Alright. What? Was zum... Sie klettern das Deck schon am anderen Ende hoch. Wir müssen los. Bereit. Was, du? Hä? Ich dachte, wir sind Freunde. Dann war es also tatsächlich ihr Läufer. Das Fahrzeug kam mir doch gleich bekannt vor. Katharina, why are you in a gauntlet runner? Because I'm in the running for the throne, of course. Isn't that why you're out here? Hä, du warst gar nicht bei der Kandidatenvorstellung dabei. Darfst du denn einfach so teilnehmen, wenn du nicht vorgestellt wurdest? Die Regeln sind doch hier so streng.
I'm sorry, but the throne will be mine. I can't afford to lose. Not when true change is at stake. Sie ist denn sozusagen noch die beste der Kandidaten überhaupt, also abgesehen von Salvato natürlich, aber die anderen Leute, die da uns da vorgestellt wurden, die hatten ja alles so ihre kompletten Eigeninteressen. Bei ihr könnte ich mir tatsächlich noch vorstellen, dass sie einen Wandel will, den nicht nur ihr selbst nutzt. Here and now, nobody gets off easy. Not even you. Now let's do this, fair and square. Damn it! I don't think she's thought this through. But I guess we'd better put our dukes up. I know we've got some history, but we can't afford to let her beat us. So, du musst auf jeden Fall nach hinten. Gunner! Run them through! Let's stay calm. So, und du? Sie wird wahrscheinlich nicht anfällig sein oder so, aber ich versuche einfach mal. Roar! That's nothing. So, und du gehst nach hinten und machst hier Proklamation des Ritters. Sie macht jetzt wahrscheinlich Schlägerangriffe. Ja, ist okay. Wie oft genau sind wir jetzt dran? Achso, weil sie Angst hat. Ja, genau. Erst einmal normal zugeschlagen, dann Vitalschlag, der uns Angst gemacht hat. Dann, dadurch, dass wir Angst hatten, zählte der Angriff nicht als Aktion. Dann nochmal angegriffen und nochmal angegriffen. Ja, ja. Mhm. I can't afford to hold back. Das wird wahrscheinlich auch nicht so viel bringen, aber ich will es mal aus. Ja, will ich das ausprobieren? Ich probiere nochmal den Schlafschuss, warum nicht? Also sie wird niemals einschlafen. So, du musst heilen. Auch wenn nur eine Person verletzt ist, lieber Medi als ein Heilkraut zu verwenden. Weil es nichts kostet hier. We can do this. Plus needed. My thanks. By the sworn oath of knighthood. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht wieder so oft angegriffen werden. Ja, so kannst du mich auch gehen. Das waren jetzt nur zwei Aktionen. No holding back! Run them through! That's nothing! So, jetzt muss ich doch ein Item nutzen, teure Medizin. This should work. I'm obliged. Observe the enemy. Ah, da hat man es gerade gesehen. 240 hat die Medizin gebracht. Also ist die Items wurden tatsächlich nicht um den Faktor. Achso. Ja, sie wurden nicht um den Faktor 1,2 erhöht. Das wäre ja plus 120%, sondern es ist halt 20% mehr Heilkraft. I stand ready. Oh, power of heroes. Strike me if you dare. Last chance to give up. I call upon royal power within. Ich will mal wissen, was so ein Vitalschlag macht. Sorry, muss ich es. Perhaps not. Closing the distance. Gunner! I'll crush you! Ja, das macht mehr. Dann mache ich lieber das als anstatt den Schlafschuss. Und hier muss ich unbedingt heilen. We're not out of this yet.
protect us needed. Helpful as ever. By the sworn oath of night. Night! Is that all? No guiding your chance while Hulkenberg's anxious! No, not yet. Hulkenberg's in bad shape. She needs help. Take that! Es kann nicht wahr sein. Take it. I'm obliged. Come on, then. Ja, wie muss ich das nochmal anders hinkriegen? Warte mal. Ich will den Kampf nochmal neu machen. Also ich würde ihn ja so jetzt langfristig schaffen, aber es gefällt mir so nicht. Was haben wir eigentlich für Synthese? Drei Runden Treffer und Ausweichen aller Verbündeten. Das wäre auch mal reizvoll, das auszuprobieren. Wenn wir nämlich ausweichen, ist toll. Oder manisches Geschoss. Fügt auch noch eine Schwäche gegen Hieb, Stich und Schlag zu. Ist auch toll. Das können wir dann nachher vielleicht mal machen. Jetzt wollen wir erstmal Treffer und Ausweichen steigern. Strike true! Be ready for anything! Thanks! Let's do this fair and square! Und jetzt habe ich die Möglichkeit, entweder zu passen oder einfach anzugreifen. We can do this. Last chance to give to safer ground for all that we strive for. So, nicht ausgewichen. Nicht ausgewichen. So, jetzt haben wir die andere Aktion. Scharfschuss. Nee, Quatsch. Synthese. Manisches Geschoss. Let's do this. You will taste justice. Alter. Stroll gave them a new weakness. Ready to lose. So anfällig. Sehr schön. Time for some close combat. Is everyone all right? That's your opening, Captain. Okay, das war jetzt auch eine einmalige Schwäche. Come. Strike me if you dare. Da haben wir noch erhöhtes Ausweichen. Sind nicht ausgewichen. Da sind wir mal ausgewichen. So, wir können gleich mit Medi einmal heilen. Time to go offensive. Gunner! Take that! I will fight with pride, falling back. We're not out of this yet. Thank you. Helpful as ever. Last chance to give up. Oh, power of heroes! I stand waiting. Ach, verfehlt. Jetzt hat sich's mal ausgezahlt. Jetzt aber Treffer und Ausweichen wieder normal. Dann können wir das doch einfach nochmal wiederholen. Show them our might. This should help. That helps. Trust me. Let's do this fair and square. The next one's yours. Last chance to give up. Is that all?
thought, Meg? Nice dodge! You've got some fancy footwork, Stroll. Und auch da hat es sich gelohnt, weil sie jetzt eine Person verfehlt hat. Jetzt kann sie keine weitere Aktion machen. Gunner! You'll be dust! That's nothing! Let's stay calm. By this power! We can do this! I'm obliged. I owe you. Ready to lose? With blade in hand! Strike me if you dare! Come on, then! No holding back! Take that! Right on target! Das ist sehr schön. Solve problems a blade cannot. Let's go! Dann ist unser Medi nur noch halb so teuer. We're not out of this yet! Von Aktionspunkten her. Thank you. My thanks! Observe the enemy. Knight! Is that all? I shall fight. I call upon royal power within. Sehr schön. You are good. Merch it! Resistent gegen Kälte, okay. Trotz ihrer nicht sehr warm haltenden Kleidung. So, ich würde das mal einmal ausprobieren. Aber nicht von hinten. Not this. Into the fray. Behold, we stand together. You can do this. I'll run you through. Ja, hat schon gereicht. Ansonsten hätten wir eben noch gleich noch einen Stichangriff machen können. Even in a hand-to-hand fight, I can't win. Ja, du als Einzelperson gegen drei ist auch schwierig. Wenn wir auch alle, also gegen jeden einzelnen von uns hättest du gewonnen, nur weil wir zu dritt kämpfen, hast du verloren. I can't take this. This frustration. Damaskus Schlagring. So, zwei Level up. Und der Schütze der Pistolero ist auch Rang 2 geworden, ja. Ein Glückspunkt und wir sagen nochmal einen Magiepunkt. Nice. I feel stronger already. Magie und Agility für Stroll. Beliebtheitsrang nochmal um 90 Punkte gesteigert. Damn it all! I've lost. Unglaublich, sie sind ja ein echt formidabler Gegner, Salvator. Ja, sie auch. Right. Mit ihnen ist aber auch nicht zu spaßen. Na klar, ich arbeite ja auch hart dafür. Aber ich will Ihnen mal was über Ihre Kraft sagen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schockiert oder beeindruckt sein soll. Und so sehen wir uns und so stehen wir uns wieder gegenüber. Um ehrlich zu sein, war ich überrascht, Sie bei der Eröffnungsfeier zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass Sie royale Ambitionen hegen. Ja, das hätte ich von dir auch nicht gedacht. Got it.
Oh, aber natürlich bin ich dabei. Wissen Sie, ich habe einen Traum. Mein Ziel ist ganz einfach. Ich will den Paripus helfen. Ganz allgemein gesprochen sind wir arme Schlucker. Unsere Möglichkeiten zu arbeiten halten sich in Grenzen, wenn wir überhaupt was finden. Viele von uns wissen oft nicht mal, ob sie sich ihre nächste Mahlzeit leisten können. Diese Erfahrung teilen wir nicht gerade mit anderen Stämmen. Ich muss dabei zusehen, wie mein Stamm in einem ewigen Kreis des Elends feststeckt und wir können uns nicht einmal selbst befreien. Aber jetzt, da jeder König werden kann, werde ich mein Leben riskieren, damit die Krone auf meinem Kopf sitzt. Und wenn es soweit ist, werde ich ein Kopfgeld auf jeden reichen und gierigen Mistkerl aussetzen, den es in diesem Land gibt. Ja, also auch wieder eine Sache, das Land dann zu spalten. Man müsste dann eigentlich ja König für alle sein und nicht nur Königin für Paripus. Kein schlechter Plan, oder? Wir stoßen sie von ihren Geldbergen und nutzen den Reichtum, um den Armen zu helfen. Oh, certainly. Jeder würde daran arbeiten, diese Kopfgelder einzutreiben und dabei auch noch selbst reich werden. Soll ich jetzt nach dem Mund reden und sagen, keine schlechte Idee? Nee. Ich halte das für zu extrem. I don't know. Nein. Die Schnösel haben sich bereichert, indem sie uns Paripus zu Tode arbeiten ließen. Wenn sie mich fragen, sind sie uns das Geld ohnehin schuldig. Naja, es war nicht komplett meine Idee. The truth is. Es gibt da diesen netten Clemar und er denkt über alle möglichen Dinge für mich nach. Er ist wirklich klug. Er hat sich an meiner Stelle Strategien überlegt. Er war derjenige, der vorgeschlagen hat, dass ich den Thron besteigen soll. Er sagte mir, es ist für deine Stammesangehörigen. Warum tust du nicht, was du kannst? Er sagte, er würde es nicht dulden, wenn jemand die Paripus herabwürdigt. Und er hat sogar um uns geweint. Das beweist, dass es auch nette Clemar gibt. Sagen Sie mir, was sind Ihre Pläne, wenn Sie die Krone gewinnen, Salvator? Weil es so lustig klingt und ich nicht weiß, was es bedeutet, sage ich einfach mal, ich sage es Ihnen, wenn Sie gewinnen. Ach so. Ich würde es Ihnen sagen, wenn Sie mich besiegen. Oh, ernsthaft? Das würde ich wirklich gerne wissen. Ich werde Sie mit Sicherheit zum Reden bringen, also seien Sie auf das nächste Mal vorbereitet, okay? Jetzt haben wir den Ehrgeiz geweckt. Und ich lasse auch nicht locker. Die Zukunft der Paripus steht auf dem Spiel. Ich bin stolz, mit fast nichts so weit gekommen zu sein. Ich habe viel in das Training meines Körpers und meiner Fäuste investiert und damit werde ich die Welt erobern. Ich kann Katharinas Rivalität und ihr wachsendes Vertrauen in mich spüren. Ja, Mag-Kosten beim Studium der Schlägerarchetypen sind reduziert. Das ist erstmal was, was kaum was bringt, auch wenn du um 500 bezahlen oder 450. Naja. See you soon, I hope. Na, man sieht sich. And then? Und lassen Sie sich bis dahin nicht unterkriegen. Ich will nämlich selbst diejenige sein, die dieses Versprechen erfüllt. The Gauntlet Runner takes repose in an encampment as the sun sets along the sandy horizon, darkness settling in. What creeps through the sands outside in the night is unknown to the party as they take their well-deserved rest. Sandelager. Getting real chilly.
Okay, hier können wir noch was machen. Hier können wir Weisheit steigern. Mit unterschiedlichen Leuten. Reaktor untersuchen. Reaktor untersuchen, das ist einfach die Geschichte mit Newman, oder? Ich glaube, ich kann jetzt hier nicht. Alright, then. Beim Reaktor selbst was direkt machen. Genau, da ist kein Symbol. Das andere war... Buch brauchen wir jetzt nicht lesen, wir haben ja andere Optionen. Und putzen will ich nicht, schlafen will ich nicht. Also machen wir das hier mal. Neuras. Aber, komm, wir machen das nächste Folge. Weil ich befürchte, wenn ich das jetzt mache, dann wird wieder geschlafen, dann kommt ganz, ganz viel Text wieder, weil der nächste Tag beginnt und so weiter, weil wir ankommen. Wer weiß, machen wir lieber in der nächsten Folge.